Leute, da sind wir im nächsten Spiel. Ich habe mir wieder den Mario dazu geholt. Hallo. Und ja, wir kommentieren heute 4 Color Miracles gegen Ubi Ninja. Ubi Ninja ja sozusagen der Neue im Raum, der einfach nur versucht, cool zu sein. Und gegen Miracle so der alte Hase ist, der in der Ecke sitzt und sich nur kaputt lacht. Ja, was haben wir hier? Wir haben mit Miracles altbekannt aktuell so ein Snowco-Control mit Oko-Miracle-Style. Schon ganz cool. Oko-Uro? Oko-Uro. Ja, Codal, Terminus. Rot im Sideboard, glaube ich. Also, ich spiele mit Rot anstatt im Sideboard. Ich hatte jetzt schwarz gedacht. Nee, ich glaube, schwarz in der Liste nicht drin. Ja, ansonsten auf der anderen Seite Ubi Ninjas hier mit dem altbekannten Ninietsu. Spielen die auch Discard Main? Wen meinst du jetzt? Ubi Ninja? Nein. Ubi Ninja hat Discard im Sideboard. Aber eine Menge Counter im Mainboard. Und wenn die einmal richtig hitten mit so ein bisschen ein paar von den Ninjas, dann wird das richtig, 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 richtig schlimm. Ja, du hast ja jetzt die Tage noch einen Decktester rausgebracht zu den Ninjas. Ja, das heißt, das ist auch schon ein bisschen was her. Ja, aber jeder, der das Deck ein bisschen sich verkaufen möchte, der hat direkt bei dir auch die direkten Möglichkeiten. Das Miracle ist, glaube ich, auch auf dem Channel drauf, soweit ich weiß. Das hat Freddy auch gemacht. Ist halt für ganz viele, die halt immer wieder nach Decklisten fragen. Oh, da kommt schon der erste Ninja rein. Er wird direkt geswordet. Achso. And he's auf den Enter the Battlefield oder. Nee, einfach bevor Blocker. Achso. Ja, genau. Der wird dann einfach rausgenommen. Und kriegt dann Pot. Was hat der gemacht, dieser Ninja? Der sagt, immer wenn ein Ninja einem Gegner Schaden zufügt, darfst du eine Karte ziehen. Das ist natürlich. Irgendein Ninja. Irgendein Ninja. Das ist natürlich ein Traum für jeden Shapeshifter-Ninja-Deck. Ja, genau. Shapeshifter-Ninja-Top da. Irgendwas. Deck. Weil ja dieser 1-1er war ein Shapeshifter, wenn ich mich nicht falsch im Sinne dieser Unblockbare. Genau, ist ja gleichzeitig ein Top da wie auch ein Ninja. Aber Miracles hier absolut kein schönes Matchup für das Ninja-Deck. Weil Miracle einfach mit viel zu viel Force of Will, Pitch, Force of Will. Für ein Brainstorm. Für ein Brainstorm tatsächlich. Interessant. Nee, auf jeden Fall. Man versucht natürlich hier mit Miracles möglichst das Board immer klar zu halten und wenig Damage zu machen. Wenig Damage zu bekommen. Wohingegen Ubi Ninjas halt viel in so eine Weite reingeht. Sie versuchen viele Kreaturen aufs Feld zu bekommen. Klingt du das? Auf das Swords to Plowshares. Ah, Snapcaster aktuell, ne? Genau, 1-2 Snapcaster spielt man im Miracle dann doch noch. Auch eine schöne Karte, Klingt du das? Ja. Für ein schwarzes Instant. Ja. Mussten sie auch irgendwas in dieser Richtung drucken, allein wegen Uro. Tenny ist der Brainstorm, der darf jetzt resolven. Ja. Na, jetzt natürlich irgendwie eine Yuriko drin gefunden wird. Ich glaube, da war ein Ponder. Was anderes. Das ist aber das Fetchland für Basics, richtig? Genau, oder genau. Davon spielt man 3-4 Stück. Einfach nur, weil man es in UB halt sowieso so viele Basics spielt, dass man die anderen Fetchländer nicht braucht. Ja, die schwarz-blauen spielst du dann wahrscheinlich, ne? Genau. Und dann davon noch 3 Stück oder? 3-4 davon und dann noch ein paar, 2 einzelne Fetchländer. Es gibt auch noch Decks, Versionen davon, die mit Grün spielen. Also die haben wirklich Bug-Ninja spielen. Finde ich persönlich halt nicht so strong. Gibt es Ninja, die Grün haben? Also, nein, eben nicht. Ach so. Man spielt das dann nur für Oko und Abrupt Decay. Und das finde ich nicht gut. Well of Summer? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht. Ja. Ansonsten auf der Miracle-Seite so, ich glaube, ist eine der klassischsten Miracle-Listen. Mit Jace, Terminus und den guten alten Entreat, wenn mich hier alles täuscht. Der Angel, End of Turn, wir machen uns mal ein paar Engel, die dich dann totprügeln. Aber End of Turn macht das Deck das nicht mehr. Ah, okay. Es geht einfach nur noch in die Draw-Step, machen ein paar Engel und wenn das nicht reicht, dann suchen sie sich dieses Mystic Sanctum. Mystic Sanctum. Wo du 3 Inseln haben. Genau, musst. Und dann legen sie sich einfach den Miracle Spell wieder oben drauf und ziehen das Ganze nochmal und machen nochmal ein paar Engel. Hier kommt der Ponder-Schatten. Damit habe ich in einem anderen Format eine sehr krasse Wir ziehen das Game in die Länge-Kombo gesehen. Mit Kullermann. Mit dem Command, ja. Genau. Dachte ich auch nochmal, ach Alter. Ja gut, das 5 Runden nichts anderes gemacht, wie tap alle Kreaturen, bounce mein eigenes Land, damit ich die nächste Runde wieder machen kann. Genau, das ähnlich würde Miracle am liebsten auch tun, aber es ist halt im Legacy nicht ganz so effizient. Ja.
Allerdings wird hier auch von der Ninja-Seite aus nichts gezogen. Aber kein Land für Freddy, schon die zweite Turn, wenn ja, ich das sehe. Ja. Wobei Ninja auch eins verpasst eins, hat. Ja, im Turn 3. Ja. Aber dann Turn 4. Mehr Brainstorms into Counterspell, Counterspell. Der gute alte Counterspell, wer kennt ihn nicht. Ja, man sieht doch nicht den ganzen Handvorteil gerade, was Ube Ninja hat, wenn es einen hat. Ja, ja, das Problem ist halt, man braucht halt wirklich eine Ninja. Man braucht halt wirklich einen Ninja, damit man irgendwas machen kann. Aber die muss man halt auch erstmal ins Board kriegen. Und das ist halt einfach das Problem gegen Miracle. Man hat einfach nicht die Möglichkeit, einfach in die Agro-Schiene zu gehen, leider. Hier wird top gehalten. Ja. Das war eine Retrofitter Funry, glaube ich. Nee. Das ist der Ninja. Unblockbare Ninja. Fetch Retrofitter Funry. Was war denn nochmal für ein Artefakt? Gute Karte, und zwar kann man sie tappen für 3 Mana kann man sie enttappen. Für 2 Mana tappen kriegt man ein 1-1 Servo. Für 1 Mana tappen kann man ein Servo opfern und einen Topter bekommen, der fliegen kann. Und für tappen kann man einen Topter opfern, um einen 4-4er zu generieren. Jetzt kommt der interessante Passus. Und zwar ist der Ornithopter ein Topter. Das heißt, für einen Tappen kriegst du jetzt einen 4-4er für einen 0-Mana, 0-2er Ornithopter. Genau. Im Trade. Würde ich hier auch an der Stelle machen, einfach nur, weil man hat daneben End immer noch Turn, den, ne? Genau. Man hat ja immer noch daneben den 1-1er liegen. Den man ja natürlich auch noch zu einem 4-4 machen kann, weil er genau. Ist ein Shapeshifter, der also automatisch auch ein Topter ist. Genau das. Deswegen, das ist ziemlich, ziemlich interessant. Ich sehe aber, wenn der Double Fetch hier so kommt, würde ich davon ausgehen, dass bei dem Miracle-Spieler jetzt gleich einen 4 Mana, wir zerstören alle Kreaturen? Nee, einfach nur ein Jace the Mind Sculpture kommen wird. Und mit diesem Jace the Mind Sculpture dann vermutlich ein Terminus oben drauf gelegt wird. Ja. Mein Terminus war auf der Hand, das habe ich gesehen. Der Chase war auch auf der Hand, den habe ich gesehen. Okay, dann ist diese Line, glaube ich, vorhersehbar. Sehr vorhersehbar. Jawohl. 3. Wäre natürlich hier die Frage, ob man hier nicht trotzdem auf jeden Fall den... Oder waren Oko und Fetchland und Ponder? Oh, nicht, gar nicht mal so schlecht. Das war Double Terminus, krass. Ja, hier macht man aus dem... Top, Top, dann da. 4-4er. 4-4er. Was genau? 4-4er Engel? 4-4er Konstrukt, glaube ich. Konstrukt, okay. Das ist, glaube ich, ein 4-4er Konstrukt. In diesem Fall ist es einfach nur ein Würfel mit einer 1 drauf. Ja, leider, leider keine Tokens dafür da. Ja, mit einer 4 drauf. Okay, jetzt mit einer 4, damit man sagt, okay, der ist 4 stark. Ja, kann man auf jeden Fall den Jace mit umboxen. Ein Schaden ins Gesicht und da wird jetzt Ninjutsut. Er war halt schon den Damage genommen, aber jetzt hat er einen Damage zu viel genommen. Wie viel hatten denn Ninjutsu? Jetzt ist es richtig, okay. Genau, der ist 2-3 tatsächlich, was ziemlich mächtig ist. Und jetzt würde ich einfach Go sagen, würde mit der Retro für der Runnery einfach warten und dann End of Turn einfach ein Servo kreieren. Wenn er jetzt ein ja, jetzt kommt nämlich der Terminus von oben. Ja, das wusste man ja. Ungefähr. Wir ja. Der Ninja-Spieler hier noch nicht. Dennoch. Ich dachte, er hätte einen Force oder so auf der Hand gehabt, der Ninja-Spieler. Dann wäre das ziemlich gut gewesen. Deswegen weil dann hätte man einfach einen Konter machen können, hätte nächste Runde einfach mal 2 Karten gezogen, vielleicht sogar mehr. 3-3 Elchos der Fundry gemacht. Ist auch in Ordnung. Wunderschöne Elchtoken. Die macht ja sonst gerade gar nichts, wenn nee. Kein Top da hinterherkommt oder so. Jedoch, sie kann einfach ein Servo für 2 Mana kreieren. Ja, okay. Macht dann immer noch einen Beater, was immer noch ganz okay ist. Hat der noch Mana offen gehabt, um das zu machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, Doppelterminus oben drauf gelegt, für falls der Gegner noch mehr reinspielt. Das ist ein schöner Play gewesen. Ja. Das ist ein richtig schöner Play da gewesen. Da kommt auch das Force. Aha. Der Elch soll behalten werden. Okay, interessant. Ja, der kann ja auch ein bisschen... Da kann man dann ein Food machen oder Oko die Astrolab. Oko heißt der Blitzwalker. Genau. Ach, der ist auch so Value Town hoch 10 irgendwie. Ja. Es gibt einen Grund, warum der in ganz vielen Formaten gebannt ist. Für 3 Mana einfach so, keine Ahnung, ich mach mir einen Food, ich glaub, da 3... Ein
War das eine Kotel? Eine Kotel. Eine Kotel? Aber generell der Planeswalker. Ich finde ihn, wie gesagt, noch nicht so schlimm, aber damit tritt man meistens eine Kontroverse los. Ich finde ihn persönlich nicht schlimm. Ich finde Oro viel schlimmer. Ja, beides ist für mich, finde ich, so ja, Value Town hoch ja. 10 irgendwie. Ja. Du legst einen einzigen Drop und machst damit Leben, du machst damit 3-3er Elche, du machst damit, keine Ahnung, ich tausche die Kontrolle von der Kreatur, ne? Ja. Deshalb, also da wurde ja auch schon admitted, dass der vielleicht ein bisschen viel hat. Beziehungsweise auch die gegnerischen Kreaturen einfach mal zu 3-3ern machen, wenn die da keine Ahnung, was für fette Viecher gehabt haben. Auf den ETB wird hier ein richtig hartes Fatal Push gesmashed. Einfach mal drauf, einfach, ja. Jetzt will ich wissen. Auf den ETB gesmashed, aber so richtig mit Karacho gesmashed. Da sieht man auch die Anordnung von der Stackung. Ja. Wichtig ist, dass es auf den ETB ist, falls jeder eine blaue Karte auf der Hand hat und einen Forst zieht. Hier wird gar keine Karte gezogen. Ja, wird nochmal gerade nachgeholt. Ja, doch, von der Kotel muss eine Karte gezogen werden. Jawohl. Genau, wurde einfach nachgeholt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ach, die Kotel war im Gegnerzug mit dem. Ja. Wie auf dem Angriff von dem auf den Oko. Genau, da deswegen wurden noch die Marken runtergenommen. Genau. Genau, da hat man versucht zu blocken, aber bevor der Block war, wurde eben Fatal Push gespielt. Ja. Und hier kommt das Mystic und mit dem Mystic geht das andere. Dann macht man aus dem Food eine Dreielchen und geht hauen. Erstmal generell irgendwas mit dem Moko machen jetzt gerade. Mhm. Nicht vergessen, ja. Nö, braucht man nicht vergessen. Man hat hier jetzt einfach nur noch mit diesem Moko und drei. Praktisch alles, was man haben möchte. Win-Option. Ja. Win-Option, Removal. Handkartenvorteil? Aktuell noch bei Ninjas, aber ich weiß nicht, was es für Handkarten sind. Das ist bei Ninjas immer ein bisschen das Problem, dadurch, dass man eben zweischienig fährt. Einmal mit Removal und einmal mit dem Counterspells. Kann es halt sein, dass man mit einer Hand komplett mit Counterspells endet, obwohl man eigentlich den Removal-Part haben möchte. Hier ist wieder der Ninja. 2-3. 4 Mana, ne? Ja, teuer. Ja, im Angriff den dann da rein zu 2-3ern. Kostet 2 Mana, ist schon ganz zwei gut. 2 Mana ist dann schöner, besonders wenn vorher die Kreatur 0 Mana gekostet hat. Und wenn die Kreatur ungeblockt ist. Hier ist es halt jetzt das Problem, dass der geblockt werden kann. Fliegt die Kreatur? Nein. Also ist ein 2-3er Fußsoldat, der diesen geilen Effekt hat. 2-3er Effekt mit genau dem. Ja, schwierig. Brainstorm. Ja, den darfst du aber. Dreht sich meiner Meinung nach gerade ganz, ganz hart. Da ist ein Snapcaster, ein Brainstorm, ein Astrolab und ein. Ja, aber der Snapcaster ist gar nicht so Terminus. Stark, richtig? Nee. Weil er dieses schwarze Ein-Mana mit. Ja, fehlt du das? Hat er kein Mana aktuell für offen? Er hat doch noch hinten noch einen Fettstand, oder? Ja, aber man braucht hier 4 Mana dafür. Ah, du brauchst 4 Mana? Achso. Genau, 4 Mana und man muss damit 5 Karten, glaube ich, aus dem eigenen Friedhof exilieren, wenn mich alles täuscht. Oder 4 irgendwie so mit drin. Dann Astrolab zieht eine Karte. Dann macht man Food und sagt Go. Na, er will es wissen, der Ninja. Ninja? Er macht sich einfach ein Astrolab zu einem 3-3-Kreatur. Ja, mehr Elche sind mehr gut. Und da kommt ein Push. Fertig Push. Sehr, sehr cool. End of Turn auch noch, ne? Ja, mit Fetch. Das heißt sogar eine Kreatur mit Mana-Kosten 4 wäre auch draufgegangen. Ja, die kostet aktuell 0, oder? 1. 1? Die Mana-Kosten werden behalten. Die bleiben, okay. Ist Molonia ganz witzig passiert. Mein Gegner hat eine Better Sky von mir geokot, zum Elchen gemacht. Wollte die dann mit Fatal Push zerstören. Das klappt dann gar nicht. Das klappt nicht, nein. Sogar mit dem Revolt-Tracker. Genau. War dann eine ziemlich, ziemlich undankbare Situation. Ja, für den Gegner, für dich halt. Danke. Eine Handkarte weniger. Ja, vor allem, weil man sie drauf spielen kann. Man zerstört die Kreatur, wenn sie Mana-Kosten hat. Das ist schon ganz nett. So. Ansonsten ist, glaube ich, jetzt noch ein Fetch da drauf. Man hat ja noch den Brainstorm, oder hat man den schon gespielt?
Von Seiten Miracle. Ja, von Miracle. Ah. Der hatte noch den Snapcaster, ne? Er hat auf jeden Fall noch einen Snapcaster, aber ich glaube, er hat keinen Sports mehr. Ich glaube, das Sports wurde, ja, wurde relativ früh rausgefressen. Dann wurde rausgedustet. Okay, kommt ein Sanctum. Was legt das Sanctum hier oben drauf? Was ist okay, das? Counterspell. Dann wird gebrainstormt. Krass, okay. Okay. Dann werden zwei Karten wieder zurückgelegt. Man hat noch einen Counterspell. Und hey, sieh mein Counterspell an. Ja. Uff. Und man hat noch das Sword. Ja. Und man hat den 3-3er. Bloß ein 3-3-Elch. Das ist schon ziemlich gut. Ja, ich glaube in der Linie. Und, ja, ist gut, ja. Das Wort. Ja. Ja, das ist, ja, das zusammen, kann man zusammenschieben, ja. Da schafft man es nicht mehr rauszukommen. Hätte der Ninja vielleicht nochmal einmal angegriffen, nochmal eine Karte generiert. So ja, man muss mit dem Ninja-Deck tatsächlich einmal overhead kommen und ja. Dann gewinnt man das easy peasy. Aber man muss auch overhead kommen. Also wenn man da nicht früh overhead kommt, wird das sehr schwierig. So, was macht man jetzt in dieser Situation, wenn man sideboardet und was macht Freddy, was macht Dominik? Ich glaube tatsächlich, dass man als Ninja-Spieler hier wenig boarden kann. Zumindest vom Sideboard her aus. Hm. Man kann versuchen, ein bisschen von dem Removal runterzugehen, ein bisschen Discard zu nehmen. Wohingegen der Miracle-Spieler auch nicht so viele Optionen hat. Er kann halt die Red Elemental Blasts reinnehmen aus dem Sideboard, die sind nicht schlecht. Whale of Summer? Weil auf Summer kann man spielen, genau, ist auch nicht schlecht. Weil der Gegner ja blaue und schwarze Zauber spielen muss, ja. Oder spielt. Ja, stimmt, weil auf Summer wäre ja auch ziemlich, ziemlich gut. Ja. Kennt Elemental Blast, hättet alle seine Ninjas, sind die alle mit blau? Bis auf den kleinen monoschwarzen Changeling, genau. Okay, ja, also die Ninjas trifft man mit. Genau, es sind ja nur zwei Ninjas, es sind ja nur der blau-schwarze Ninja, der Karten zieht und der blau-schwarze Ninja, der Karten zieht. Achso! Dafür Damage macht. Achso, Karten ziehen und Damage machen und oder nur Karten ziehen. Ah, genau. Ist ja fair. Ja, das sind. Also. Indias sind sehr redundant. Sie machen effektiv immer genau dasselbe. Wir kommen rein, wir ziehen Karten. Wir hauen zu, wir ziehen Karten vor allem. Wir hauen zu. Und zwar eine Menge Karten. Fliegt einer von den beiden? Dann nee. Wenigstens auch nicht. Man braucht diese Ornithopter-Sachen. Ich habe aktuell in der Version, die hier gespielt wird, eine Verzauberung drin. Die ich ganz cool finde, die sagt halt, wenn eine Kreatur geblockt wird, kann man sie zurück auf die Hand nehmen. Das ist dabei dann ziemlich gut. Also ein Mulligan von Seite des UB-Ninjas. Ja. Und der Miracle, der sagt, go, zeig mir, was du hast. Ja. Wird der Ninja, der wird auch unblockbar, so gesagt, wenn der fliegt. Also wenn der Helikopter, der fliegt, nicht geblockt wird, dann der Ninja reinkommt, kann der nicht mehr, auch nicht mehr geblockt werden, richtig? Genau, es ist aber irrelevant, ob du, ob der fliegt oder nicht vorher. Es ist generell einfach nur wichtig, dass die Kreatur ungeblockt ist, weil sobald sie ungeblockt ist, hittet der Ninja auf jeden Fall. Ja, ich dachte jetzt gerade in dem Sinne, wenn der Gegner jetzt eine Kreatur hat, die dann den Ornithopter nicht blocken kann, also... Ja genau, deshalb spielst du ja den. Sobald weil der fliegt der Ornithopter, ne? Man darf nur mit einer ungeblockten Kreatur darf man nur austauschen. Ah, okay. Man darf gar keine geblockte Kreatur tauschen. Ja, First Turn Brainstorm ist nicht so das, was Ubedin hier eigentlich machen möchte. Besonders an einem Fetchen. Genau, man will hier tatsächlich... eher sogar noch hingehen und will das Turn 2 machen. Das Problem ist, wenn man es Turn 2 macht, hat man oftmals das Mana nicht, um den Ninja mit dem Ornithopter zu spielen. Weil die Ninjas halt 2 kosten. Da muss man immer so ein bisschen überlegen, weil erste Runde Brainstorm ist eigentlich immer so das Schlimmste, was man haben kann. Wirklich. Also es ist absolut kein schöner Move, wenn man ihn machen muss. Blau Astrolab? Vermutlich. Ich ziehe noch keine. Ah, Ponder. Okay, immerhin. Entschuldigung, wir haben ja noch mehr blaue Einmaler-Spells. Es gibt ja noch mehr Einmaler-Spells, genau. Das ist aber tatsächlich ein wesentlich besserer Start. Also das Brainstorm in der ersten Runde zu spielen, fühlt sich für mich halt immer vernichtend an. Aber ich glaube, vorher war bei dem Ubi-Ninja-Spieler nichts auf der Hand, was in der zweiten Runde gespielt werden könnte. Deswegen musste er in der ersten Runde was finden. Dennoch, wie gesagt, absolut kein schöner Dart. Das auf jeden Fall eine Yuriko. Er fetcht wenigstens was weg. Ja. Und dann mit der Yuriko, das könnte gut werden. Wenn er dann noch schön oben von der
Top so ein Force Will runterhittet oder so, es tut weh. Days spielen die nicht, ne? Nein. Also selbst wenn, ist es irrelevant. Oder wen meinst du jetzt? Ich meine den Ninja-Spieler. Doch, doch. Ninja spielt Days. Ach, Ninja drei spielt Spiele. Auch noch Days. Okay. Ja. So, dann wird hier eine Yoriko ausgetauscht. Kriegst du einen Damage und die oberste Karte wird revealed. Das ist ein Damage. Und die darf er sogar ziehen. Das ist der stärkere Ninja, so gesagt. Ja und nein. Er hat einen großen Nachteil und zwar ist er legendär. Ah. Das bedeutet, er ist gegen bestimmte Decks, die mit Caracas agieren, wesentlich schlechter. Hier finde ich sehr gut, dass tatsächlich der eine auch den Top auf der Hand behalten wird, gerade gegen Miracles. Ja, so ein zweimal in so einen Terminus will man Terminus halt nicht mit drei, vier Sachen reinlaufen, sondern so mit zwei Sachen ist das voll okay. Also ich würde ehrlich gesagt jetzt auch nicht viel fluten, weil... Muss man aber. Das Problem ist, dass man das machen muss. Und das ist auch wirklich die Problematik in diesem Matchup. Ninjas lebt davon, dass aktuell... Was ist das? Das ist eine Verzauberung. Der Blütenteppich heißt der in Deutsch. Couple of Flowers. Zu Beginn der Main Steps sucht er sich einen Gegner aus und bekommt so viel blaues Mana beliebiger Farbe, wie dieser Spieler Inseln kontrolliert. Das heißt, er hat jetzt einfach drei Mana. Drei Mana und dann kommt für drei Mana was? Ein Brainstorm? Ja. Was ist das? Sieht mal so aus, ja. Brainstorm, da ist ein Veil, da ist ein Red Elemental Blast, Swords, da ist einfach alles. Das ist doch ein Traum für... Ja, Swords. Da ist das Swords. Ja. Zurück zu dem anderen. Das Ninja lebt aktuell davon und ist aktuell auch meiner Meinung nach ein absolutes Tierdeck. Deshalb, weil es umspielt, dass aktuell niemand Mass Removal spielt. Alle verlassen sich auf ihre Kotals, auf ihre Uros, auf ihre großen, dicken Beater, dass sie das Spiel einfach gewinnen und der Rest wird mit Counterspells und Removal gefüllt. Aber kein Mass Removal. Ninjas flattet einfach so lange das Board mit also man wirft einfach so lange Dreck gegen die Wand, bis irgendwas kleben bleibt. Genauso funktioniert Ninjas. Und sobald halt ein Ninja oder zwei Ninjas am Feld bleiben, rennt man einfach den Gegner kaputt. Retro, dafür der Farmery. Auch sehr, sehr gut. Gerade mit zwei Top-Down. Drei Top-Down. Nein, hätte ich jetzt... Doch, drei Top-Down sind auch ziemlich gut. Weil hier kann man nämlich wirklich anfangen, jetzt den Beatdown-Plan zu fahren. Ich meine, der Gegner hat jetzt, wenn er möchte, fünf Mana. Fünf Mana kann... Das ist schon gut. Kann er Terminus 6 Mana? Terminus 6 Mana. Kostet 6 Mana, ja. Noch ist kein so, Terminus Hardcasten. Landlegen, Terminus Hardcasten. Einfach mal zeigen, wer hier der Chef ist. Ja. Kann man machen, ist aber unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Ich glaube aber, hier kann man Return to Nature. Das besagt nochmal was? Return to Nature zerstört eine Artefakt oder Verzauberung. Oder bringt eine Karte aus dem Friedhof ins Exile. Für zwei Mana. Für zwei Mana. Ah, einfach ein besseres, wie hat man das früher, was war früher? Disenchant. Einfach ein besseres Disenchant. Ja, man hat ja in der Weiß-Rot-Liste, hat man ja immer früher dieses Flash. Wear and Tear gespielt, genau. Ja. Da dachte ich auch, dass da die Vier-Color-Miracle-Liste das auch spielt. Man versucht sich hier eher auf Grün zu stürzen als auf Rot. Okay. Man hat tatsächlich, ich glaube, zwei Grünquellen. Aber man hat nur eine Rotquelle. Und da hat man im Endeffekt nur die Blasts. Die müssen allerdings auch irgendwie reichen. So ein bisschen. So, ansonsten sehe ich halt aktuell noch nicht so... Also ich sehe bei dem UB-Ninja-Spieler so vier fliegende... Vier-Vierer-Konstrukte, ja. Also drei Stück davon so. Genau, hier hat man eine Mana, Brainstorm. Hat man hier grünes Mana genommen man oder weißes? Man sucht. Da ist ein... Weiße Karte war da, ne? Das war kein Sword. Nee, das ist ein Containment Priest. Der ist auch sehr stark, ne? Weil die Mewtwo castet sie ja nicht, sondern bringt sie ins Spiel. Genau, und damit dürfte der die komplett ausschalten.
auch nicht schlecht ist. Nur die Frage, wann droppt man das? Ja, genau, das ist halt immer noch der Punkt. Ich weiß halt nicht, ob weiß angesagt, also welche Farbe angesagt wurde mit dem Carpet. Beliebiger Farbe? Ja. Dreimal weiß oder darf man sagen weiß, schwarz, blau? Nee, man sagt dreimal weiß oder dreimal rot oder dreimal blau oder so, genau. Und da ist jetzt genau die Frage, was man hier gemacht hat. Okay, Jace. Unwahrscheinlich, dass man den jetzt spielen kann. Oko ist auch noch wahrscheinlich. Ja, ist ja noch ein Brainstorm, wir gucken, was noch drauf kommt. Ja, genau, aber es ist halt eine ganze Menge, was man hier haben oder weglegen kann. Genau, die beiden könnte man oben drauflegen. Land legen. Fetchen Jace. Ah, ne, genau. Wird ein Return gemacht und dann wird hieraus ein 4-4 Konstrukt gemacht. Nicht schlecht. Einfach nur, weil man jetzt einen Bieter hat. Wenn man jetzt noch einen Ninja von der Top rippt. Wenn man jetzt so einen schönen Constructor-Token von Tokens von DG.com. Oh ja, die sind richtig hätte, schön. Dann die sind richtig schön. Da kann man auch wunderbar nachgucken, wenn man Tokens haben möchte. Den musste ich heute bringen, tut mir alles leid. Gut. Sieht auf jeden Fall schön aus als der Würfel. Um wir wüssten, was dieser Würfel darstellt. Darstellt. Jawohl. 4-4 irgendwas. Ansonsten, hier sind jetzt 6 Mana möglich, 7 Mana, wenn man fetcht. Sind Würfel im Tournament Play erlaubt? Als, ja, als, natürlich. Okay. Als Marker. Als man Marker. Muss, man ist nicht gezwungen, die eigentlichen Token mit sich zu führen. Aber man hat, muss auch nicht einen Zettel schreiben, wo einfach 4-4 und dann fliegend, man, keine Ahnung. Wenn man nett ist, tut man das. Wenn man nett ist, tut man das. Ja, ein Mana Chase, ne? Ein Mana Chase, wer kennt nicht? Wer kennt nicht? Der Klassiker. Also wir tappen aktuell einen Mana. Ja. Dann wird erstmal so ein 4-4 auf die Hand gebounced und damit wird er vernichtet. Weil Tokens, die auf die Hand kommen, werden direkt. Genau. Direkt exiled. Kommen nicht mehr. Aber hier scheint echt nicht. Das. Okay. Auf UB-Ninja-Seiten sieht das auch nicht gerade so wirklich. Sieht nicht so aus, als ob da aktuell was kommen wird, aber man hat, glaube ich, noch keinen einzigen Ninja gesehen. Doch, einen hat man gesehen, der wurde exiled. Stimmt. Der wurde mit dem Sword exiled eben. Ja, stimmt. Weil ansonsten das war das die halt legendäre Kreatur Ninja da, die genau. Da 4 Mana. Ziehe Karten und mach Schaden. Macht der Schaden nur an Spielern oder auch an Planeswalker? Kann man den umleiten, den Schaden? Das ist so gerade meine. Nee, nur an Spielern tatsächlich. Nur an Spielern. Nur an Spielern und das bei beiden Ninjas. Okay. Sowohl Yuriko als auch der Infiltrator, glaube ich. So genau kenne ich mich mit den Namen dann doch nicht aus. Gut, hier hat man jetzt die große Preisfrage, was macht man? Man hat Jace gebrainstormt. Hätte, muss man das jetzt noch machen? Ich hätte einfach geplus auf den Jace. Der Changeling kann für 1 angreifen, der hat Containment Priest, der hat da die Sinkhole Fang oder wie das Ding heißt. Glaube ich, sehe ich da gerade, oder? Auf seiner Hand von Miracle. Red Elemental Blast sehe ich. Ein Veil of Summer. Also ist ein Veil of Summer, das ganz recht. Erstes ist ein Veil of Summer, genau. Ich hatte da eben eine Kodel gesehen, dachte ich. Nee. Eine Kodel, doch, eine Kodel ist auch drauf, genau. So, eins auf den Jace. Und dann fehlt nichts mehr, gehe ich von aus. Das ist schon traurig von beiden Seiten aus, aber für den Miracle-Spieler ist es natürlich völlig favernd. Ach, der ist unblockbar. Ah, ja, genau, deswegen. Der ist unblockbar. Guten Morgen. Aber, wie gesagt, für den Miracle-Spieler ist das hier eine ganz normale Situation, die einfach ihn super hart favored. Wenn er jetzt anfängt mit Jace plussen, into Dinge tun, das ist schon ziemlich gut. Hätte der Ninja-Spieler hier einen Ninja gehabt, hätte er ihn wahrscheinlich reingebracht, indem er den Top da angegriffen hätte noch. Aber so. Hey, die Kohle hat ja auch Death Touch, ne? Moment. Genau. Nee, sie hat tatsächlich keinen Death Touch. Ist das hinten ganz links im Man braucht 3 andere Verschneiter. Ach, 3 andere Verschneiter vor mir, okay. Aktuell sind es nur 2. Klingt du das in diesem Trigger von dem Land? Mystic, genau, von dem Mystic Sanctum. Damit
Fetch. Auf dem Mystic Zen tun wir nochmal den Trigger drüber. Jawohl, kann man halt mal machen. Oh, ich hab's predicted. Sehr schön. Hier will man unbedingt anscheinend seine Karte selbst für Plowshares haben. Ja, beziehungsweise man macht ja kein Minus daraus. Er hat halt einmal dieses Land-ETB-Trigger-Net, da wieder der andere eine Kantkarte abgeworfen hat. Ja. Und jetzt hat man auch die Antwort gegen den unblockbaren Ninja und die Top da, keine Ahnung. Das ist sogar ein Sliver, wenn man haben möchte. Knight, Sliver, Human. Soldier, Human. Human Snake. Doof ist, wenn da jetzt hier dieser Black Engineering das und dann irgendwas sitzt und dann ist ja der instant doof. Aber generell auch, das Ubi-Ninja hat tatsächlich ein Problem mit dem Black Engineer, wenn man den zum Beispiel auf Nia setzt. Weil sowohl die Yoriko als auch der, also Yorikos 1-3, die macht dann keinen Schaden mehr und triggert dabei nicht, weil 0 ist im Magic ja kein Damage. Schade. Und die kleinen 1-1er sterben halt auch ziemlich schnell dazu. Ansonsten kann man jetzt schauen, dass man das mit Weiß macht. Und jemand kommt grün für Oko, okay. Man spielt einfach Oko, macht ihn zu einem 3-3er. Ah doch, da hinten ist eine da wieder nehmen wir Block. Astrolab. Ja, das ist Astrolab. Das heißt, mittlerweile ist auch die Codel Death Touch. Und mit der Astrolab hat man natürlich dann auch Zugriff auf Weiß. Hättest du ihn 3-3 gemacht mit dem Unblockbaren? Weil dann verliert er unblockbar. Und dann hätte man ja den... Unblockbar, man hätte dafür die Codel dann benutzen können, das ist korrekt. Allerdings... So kann man jetzt Chase verlieren. Theoretisch kann man, je nachdem, was noch an Antworten da ist. Ja, aber der Gegner hätte eher den Oko geforst, als dass er diesen 1-1er versucht, an Bord zu behalten. Dementsprechend sehe ich das schon sehr... Das geht nicht. Wird auch hier angezeigt. Dann wird halt Shred benutzt. Man kann es ja mal probieren. Ah ja, man hat ja noch hinten das. Ja, und auch hier wird danach, wenn da nichts mehr kommt, einfach reingepackt, weil Oko und Chase bleiben an Bord. Das ist ziemlich mächtig. Wie gesagt, Miracles ist ein sehr, sehr schlechtes Matchup für Ninjas. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.